So, jetzt testen wir mal den Ausstiegsassistent. Ich vermute mal, das kleine brauchen wir nicht. Display hier vorne. Ich habe jetzt hier noch eine Kamera montiert, damit wir sehen, was sich da im Rückspiegel tut. Wir haben auch ein Auto hinter uns. Okay, das war, das ist direkt abgebogen. Okay, angezeigt hat er es mir. Okay. Jetzt kommen ein paar Autos. Jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell der da drauf reagiert. So, wenn ich jetzt hier aufmache. Gut. Ah! Jetzt ist es gekommen. Sehr gut. Okay. Ah, ja. Doch, funktioniert. Okay. Ausstiegsassistent getestet. Wir können jetzt mal clever sein und machen das jetzt mal auf dem Rücksitzbank. So, wir machen das jetzt hier hinten. Auto ist jetzt verriegelt. Was sehe ich denn? Nix. Muss jetzt gerade mal gucken, dass ein Auto kommt. So, jetzt kommt wieder ein Auto. Jetzt machen wir das mal von hier hinten. Ah! Jawohl! Okay, sehr gut. Also auch auf der Rücksitzbank macht er das auch und meckert. Man hat es im Video gesehen, wie weit weg das Auto war in der kleinen Kamera. Ja, es schneit jetzt halt ein bisschen. Aber jetzt hoffen wir mal, dass nochmal ein Auto kommt. Nee, es ist unglaublich. Da kommt den ganzen Tag kein Auto. Oh ja, mega. Habt ihr das gesehen? Sehr cool. So, Ausstiegsassistent getestet. Jetzt zeige ich euch noch schon die 360-Grad-Kamera serienmäßig mit an Bord, was natürlich cool ist. Ich kann hier dann drauf drücken zum Waschen. Dann wird die hintere geputzt. Ja, das ist schon wirklich cool. Kann hier dann das Display groß machen, wieder zurück. Ist jetzt die Frontkamera. Machen wir Ton aus. Und hier kann ich sozusagen den 180-Grad-Winkel machen. Und wenn ich das nach hinten mache, genau das gleiche Thema, Grad. Oder 180 Grad und sauber machen. Zack. Das ist schon cool. Dann kann ich hier natürlich meinen Lenkwinkel machen. Ja, wie weit bin ich zur Bordstein weg? Rechts und links, das sieht man hier. Ja, gehen beide gleichzeitig an. Also hier, das ist das Auto. Und kann dann hier aber an die Front und hier nach hinten gehen. Ja, das große 360 Grad Bild kriege ich hier leider nicht drauf. Das läuft immer hier rechts mit. Oder wie gesagt, geht ganz weg. Dann machen wir es groß. Ja. Hier sind dann noch, whoop, hier Setup, Einstellungen, ne? Einstellungen, Einparkhilfe, Lautstärke etc. einstellen und Ausstiegsassistent, Rangierassistent, Auspackassistent. Ja? Rangierassistent ist der, wenn wir rückwärts fahren, dass er eine Hecke erkennt, das testen wir jetzt und dann machen wir noch den Auspackassistent. Und dann haben wir noch Parkassistent mit Memory-Funktion, das heißt Hinweis auf verfügbare Parkplätze zeigen und dann speichert er sich auch sowas ab, ja, wenn man zum Beispiel zu Hause ist. Interessant, das werden wir leider nicht schaffen, aber es ist alles aktiviert. Deswegen gehen wir wieder auf Kamera. Hier haben wir Parkassistent, leider die Funktion gerade nicht verfügbar. Ja, okay, ich bin im Einparken, genau. Jetzt fahre ich mal vor. Und lassen ganz alleine rückwärts fahren. Man darf wirklich nicht auf dem Gas sein, weil das ist genau das, was er erkennt. Achtung, da tut sich was. Ja? Oh ja. Notbremsung ausgelöst. Krass. Da erschrickt man geschwind, ne? So, jetzt mache ich mal hier das Bild groß. Ja, wir sind knapp an der Hecke dran. 10 cm Hammer. Das ist gut. Also funktioniert top, muss ich sagen. Hat ausgelöst, hat mir das Bremspedal weggenommen. Ich musste nachdrücken, also der hat schon gebremst. Aber natürlich Safety First, Sicherheit geht vor. Ich will es dann hinten, man sieht es hier, in die Würmer fliegen. Ja, ein bisschen kalt bei Schnee. Mit dem Auto schwimmen ist nicht so dolle. Also top, funktioniert. Er hat es auch angezeigt. Coole Sache. Und jetzt machen wir noch den Auspackassistent. Sogenannter Auspackassistent. Jetzt zeigt er uns schon an, er scannt immer diesen Raum da hinten. Ja. Und sagt uns dann, Achtung, da kommt was. Mal gut, es fährt links einer raus. Jetzt schauen wir mal, ob da was kommt. Wir können hier auf 360 Grad gehen. Da sehen wir auch da hinten ein bisschen was. Nee, das ist schon cool. Ob sich da was bewegt. Hier kommt jetzt nur ein Fußgänger. Es kommt hier links ein Auto. Ja.
Ah ja, da hat man es gesehen an dem orangen Dreieck oder Viereck, dass da ein Fahrzeug kommt und mich darauf hingewiesen hat, Achtung, so, jetzt kommt ein Auto. Jetzt gucken wir mal. Ja, vorne erkennt. Jetzt fahren wir mal los. Ah ja. Ah, okay. Mhm. Und dann sogar rot. Achtung. Okay, perfekt, hat funktioniert. Super. Macht es akustisch und auch optisch. Sehr gut. Gehen wir also nochmal schön durch und gleich der erste Punkt. Leider Gottes, Park Assist hat nicht funktioniert, wie es sollte. Also hat gar nicht funktioniert. Hat immer wieder mal kurz was gesucht. Er zeigt es dann auch im P mit dem Punkt an. Aber hab's dann eingeschalten und auch die Sensoren waren alle sauber. Hat nicht funktioniert, aus welchem Grund auch immer. Also schade, konnten wir nicht testen. Er parkt normalerweise vollautonom ein, 40 km/h parallel rechts und 20 km/h quer erkennt er, können wir fahren. Ja, ist so. Wir haben dafür Abbiegeassistent oder Ausweichassistent nicht getestet, haben wir Serie, sollte funktionieren, gehe ich mal von aus. Müdigkeit, Ablenk, hat er mal gemeckert, war gut, weil ich was im Display gesucht habe, hat funktioniert. ACC war top, Abstandsassistent, er beschleunigt dann auch, wenn man blinkt und dann nicht erst, wenn er auf der zweiten Spur ist, dann, wo man überholt, dann Gas gibt, sondern schon im Zug nach links rüber geht, finde ich gut. Sogenannte Travel Assist der Serie ist. Spurhalter hat super funktioniert, auch wirklich toll, die Kurven mitgenommen. Lane Assist war top. Spurwechsel Assistent, Side Assist, tote Winkel war na klar, funktioniert super. Das ist nicht das Thema. Ausparkassistent hat richtig gut funktioniert. Ausstiegsassistent hat mir auch richtig gut gefallen. 360 Grad Kamera super, vor allem Serie, Rückfahrkamera Serie top. Verkehrszeichenerkennung, Notbremsassistent auch gut. Also summaro haben die Assistenzsysteme eigentlich alle gut funktioniert. Der doofe Geschwindigkeitswarner, der ist ja jetzt dann ab 2024 Pflicht, dass er immer warnen muss. Hier kann man, aber man muss ihn immer aktiv ausschalten, außer wir können ihn irgendwie auskodieren. Ja. Oder man kann halt hier eine Geschwindigkeit eingeben, dass er da erst meckert. Genau, aber man muss es halt aktiv, wenn es einen nervt, immer ausschalten. Genau, und ansonsten war es gut, funktioniert alles wirklich. Was ich noch gut fand, ist, dass der bei Stop and Go weit über 40 Sekunden noch im Modus war. Ich fahre automatisch alleine wieder los. Das fand ich echt top, habe ich bisher so noch nicht gesehen. Was ich noch mir wünschen würde, dass es besser ist, weil wir dürfen ja auf der Autobahn mittlerweile bis 130 km/h, glaube ich, so autonom fahren, dass wir ins Lenkrad nicht mehr anfassen müssen oder eingreifen müssen. Kann jetzt jeder seine Meinung dazu haben, ist egal. Da finde ich aber 10 Sekunden, gute 10 Sekunden, einfach zu wenig. Für die Landstraße alles okay, da brauchen wir es eigentlich fast nicht. Da ist es nicht dafür gedacht, aber Autobahn, wenn dann mal bitte auf 20 oder 25 Sekunden erhöhen. Ja, also das Gesetz gibt es jetzt auch schon vor, dass wir das herauszögern können nach hinten von der Zeit her. Aber das mit den über 40 Sekunden, vielleicht sogar eine Minute, so lange hat es nicht gedauert, ist er automatisch wieder losgefahren. Das fand ich echt top. Das war echt eine tolle Sache. Ansonsten, ja, war gut. Das war's. Mein Review, Fazit zu den Assistenzsystemen. Und ja, schaut euch die anderen Videos an. Nicht vergessen, habe ich schon immer wieder erwähnt. Nochmal danke ans Autohaus Werber. Aus Weilerstadt in dem Fall für dieses tolle Testfahrzeug hier. Hab das jetzt fast eine Woche gefahren. Wirklich super. Dankeschön. Tolles Auto, kann ich empfehlen. Macht's gut. Ciao.